ganz begeistert und fanden es echt großartig. Ich hatte einen sehr schönen Abend. Ich habe zuerst gedacht, ui, die ersten zwei Stücke ohne Pause durch, kann lang werden. War nicht lang. Das unter einen Hut zu bringen und das dann noch so miteinander zu verschmelzen, das ist doch großartig. Also das finde ich, ist gelungen. Pure joy. The production takes you through the full spectrum of emotion. Ich habe es ewig nicht auf der Bühne gesehen und mich deswegen sehr gefreut über diese Inszenierung. Ja, der zweite Akt hat uns gesanglich, glaube ich, waren wir uns einig, war eigentlich das Schönste. Zumindest waren wir da richtig gut mitgegangen. Der dritte war vom Feuerwerk, der hat Spaß gemacht. Die Überraschung des Abends. Ich glaube, der Auftritt im dritten Akt. Also ich finde, es hat sich sehr gelohnt. Ich habe ja halt vorher schon gewusst, dass Il Trittico zum Besten gehört, was Puccini geschrieben hat. Divertente, entusiasmante, affascinante, coinvolgente, colorado. Cantanti meravigliosi. Regia fantastica. Der dritte Teil ging für mich persönlich so in Richtung Klamauk. Ich habe selten das Publikum so laut und so oft lachen sehen wie hier. Also wunderbar bezaubert. Ich fand es ganz grandios. Tolle Stimmen, wunderbare Stimmen. Es ist fürs Herz. Entertaining, chaotic and beautiful.